Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Schaut mal, so schön der Tag heute. Frühmorgens. Die Vögel zwitschern. Wunderschön. Auf in den Tag, auf in die Hitze. Unfassbar. Wir haben hier eine Scheinschwangere. Oder liegt hier was rum? Nee. Die hat hier ein Nest gebaut. Und dann machen sie noch Pipi drauf. Hier haben wir das reingeschmissen. Da ist nichts. Ich habe schon mal geguckt. Ja, einfach mal gerupft ein bisschen, ne? Huch, hast du mich erschrocken. Jetzt wollte ich gucken, gibt es da Babys? Das ist ein Riesenbaby. Ihr seid so scheu. Also die ist nicht schwanger, die weiß auch nicht, warum die sich rupft, die Blut. Aber wir müssen mal gucken, vielleicht liegt eins nur drin und man spürt es nicht. Also ich spüre gar nichts. Geh, Mausi, du Hübsche. Wir gucken mal später nochmal. Und du, Mäuschen, du machst es spannend. Also ich glaube langsam, die ist gar nicht schwanger, die hat nur eine Darmverstopfung. Ha! Hast du aber gut hingekriegt. Wir werden nur versickelt, sogar von den Hasen. Manchmal spüre ich eine Bewegung, aber das kann auch der Darm sein, der gerade durchschiebt. Du hast dich schwanger gemacht und bist gar nicht schwanger, dass du vom Metzger entflohen rausgeholt wirst. Schnell den Darm verstopfen, dann denkt die, ich habe Babys und nimmt mich mit. Gell, so dumm ist die. Dann tust du so ein bisschen Nest bauen und machst so, tust so und dann ist gar nichts. Ja, wir werden sogar von den Kaninchen versäckelt, nicht nur von den Verkäufern. Sogar die Tiere tun uns veräppeln. Da lachst du jetzt, gell? Ja, und Heidi auch dahinter. Leave me alone. So, meine Lieben, wir sind bei den nächsten Kandidaten, nämlich die Hasen. Weil Mama hat gesehen, wie Blue ein Nest gebaut hat und sich gerupft hat. Da hinten, da sehe ich Haare, da Fell. Ja, seht ihr das? Genau das ist. Haben sie Babys? Eigentlich? Nee. Weil das Nest scheint dieses Eck hier zu sein. Und die machen es echt spannend. Wer ist die Mutter und wer ist der Vater? Es sieht aus, das ist die Mutter, wegen dem Fell. Aber wer ist der Vater? Und gucken wir mal. Diese Maus, wann kriegen sie ihre Kinder? Hier hat sie nämlich noch nichts rumgetan. Was haben sie dazu zu sagen? Nichts dazu zu sagen. Machen Sie es nicht so spannend. Jetzt schauen wir mal, was die Kinder machen. Das Zimmer ist eine Katastrophe. Amelia Hini. Guck mal, die Explosion. Barahar. Draußen ist draußen heiß, ja. Und hier auch. Wenti. Fina Budi. Filbert. Oder das? Television. Ich mumkin ella bi Television. Busa Television Bass. Aywa. Der spielt mit dem Fernseher, sagt sie. Man kann nicht mit dem Fernseher spielen, man kann nur gucken. Und du? Ich gehe jetzt mal wieder nach Kaninchen gucken. Ana khayfa bgorokh barra dilwati ashan har, ana lazem shuf arani fi bibi wala la, w ba'din gaya tani. لا مش هي ما مش ريش برا ما ساك ما بس هايست نست اما المكان باش في البيبي جيب ريش مش ريش فارو يلا سو لويت محمود ist gerade auf dem Weg, der holt Mindy. اتفضلي خش جوه بسرعه عشان هرب.
Hushfil Phil oder Younes. Ah, die schwitzt ganz. Eis Hagatani oder er? Eis Alab? Enti delwati eis di. Aschan Mahmoud mich hinna. U Masamir mich arfa fian. Mahmoud gai min chamsa de gai. Gula la aburodaina. U schani mich hinna, schani fil karate. Enti li enti maksufa habibti. Komm, wie die schwitzt. Yalla, aschan nafisi hinna elab. Okay, so, wo ist mein Kopftuch? Da schmeiß ich's immer. Die guten Schuhe. Na gut. So, Kopftuch her. Guck, die guten Schuhe. Aber schön andersrum noch gelegt. Die Kinder. Guck mal, da geht's auch schon. Das muss man wieder hinkleben. So ist es. In der Hitze, ich trau mich gar nicht raus. Aber es muss sein. Die rufen schon nach mir. Miau, miau, höre ich hier. Hör, miau, miau. Oh, ist das warm. Mahmoud holt jetzt die Sachen von Hurghada. Da hat die Julia bei Mohammed was abgegeben. Ich habe das ganz vergessen. Guck mal, Nafisis Schuhe. Die sind von der Tanja. die hat bei Mohammed was abgegeben. Ich habe das total vergessen. Und der Mohammed ruft an, du hast ein Paket. Und ich so, hä, von wem denn? Guck mal, die Dinger gehen immer ab. Ich muss die echt jetzt um mich hier mal um die Pflanzen kümmern. Das ist einfach, wie es ist. Einfach. Ja, Kinder, heiß, ich weiß. Guck mal, oh Gott, ist uns heiß. Ja, ich glaub's, es ist brutal. Bleibt. Was ist los? Ja. Wollt ihr raus? Komm, ist alles egal. Komm, wir lassen euch raus. Komm, vielleicht ist es besser. Bisschen draußen Sand baden. Ein Ei. Die baden hier im Stroh. Schnell, bevor es die Ziegen sehen. Dann wollen die Eier haben. Ist da noch was? Nee. So. Ja, kommt rein und macht euren Schrott, wie immer. Dem geht's auch nicht gut. Dem Hahn. Was ist los mit dir? Ja, ein bisschen eierlich. So. Und du hängst am Fahrrad fest. Oh Leute, ich sag's euch. Na, die Eier. Du gehst weg, das ist nichts für. Die sind nicht gekocht. Komm, Mäuseli. Heidi, du hängst am Lenker fest. Komm, verlass jetzt. Was machst du? Geh, macht eure Geschichten. So. Oh, heiß. Leute, ist das heiß. Ich mache auch mal die Hasen raus. Obwohl, die haben es da drin kühl. Aber da sind noch Katzen drin. Die habe ich heute drin gelassen. Die wollten nicht raus. Jo, kommt. Oh, ist es schön kalt bei euch. Komm schnell. Ihr bleibt drin. Das ist zu heiß für euch. Die Katzen können das ertragen. Die mögen die Wärme. So, Bismillah. Haben wir jetzt hier was? Upsala, was war denn das jetzt? Schön was. Scheinschwanger und überhaupt nicht schwanger. Was ist da los? Ich muss ja mal rauskommen. Sag mal, da ist doch irgendwas. Ah! Igitt, was ist das? Leute, Moment. Ja. Schrei rum wie so eine Blöde, ich weiß. Ja, du bist doch nicht schwanger. Was sind das hier für Haare? Guck, hier ist doch nichts. Tomate. Mich versäckeln. Da ist nichts. Nicht mal eins. Nee. Gar nichts. Die hat auch nichts im Bauch. Die ist nur dick. Willst du Babys? Blue, sag wie es ist. I don't know. Komische Sachen. Jetzt fragt ihr euch immer noch, warum ich so geschrien habe, gell? Also ich habe die nochmal untersucht, die ist nicht schwanger. Ich habe gedacht, ich habe irgendwie eine Wespe oder einen Bors, irgendwie oder eine Schlange auf dem Rücken. Weil ich habe mir das Kopftuch so rumgewickelt und die ganze Zeit hat dieses Ticket
auf dem Rücken gerieben. Und immer so. Und dann habe ich das immer so gekriegt, wenn ich gelaufen bin. Und da dachte ich mir, da sitzt was. Ja, dumm, gell? Da muss man so schreien. Also hier wird sie die Babys nicht bekommen, weil das ist ihre Kaka-Ecke. Ja. Tun wir das mal weg. Habt ihr so einen schönen Platz gemacht für die Babys. Und du? Vielleicht kriegst du sie hier, ha? Hier ist besser. Komm, nimm mal das. Ah! So. Hm? Da kannst du doch kriegen. Was sagst du? Komm, ich guck noch mal. Also, nee. Leave me alone. Jetzt sind es wieder mehr Bollen. Auf. Komm, komm, Lia, raus. Hier ist noch eine Katz, hoffe ich nicht. Ja. Komm auf, das ist doch alles komisch. Sind so viele Jahre jetzt Hasen kalten und check's immer noch nicht. Ist das eine Verstopfung? Ja, was? Guck, hier ist doch Futter drin. Geh rein. Geh da rein. Ja, guck, alle drin. Alle drin, die sind schlau. Hier ist schön kühl. Gell? Ja, die warten bis... Da schläft die Dora, sag ich schon. Wieso ist denn das hier, hä? Und gar nicht reinbracht. So. Ja, komm, lecker, lecker. Oh, ein Zumachen. Der Duft, der geht raus. Schmeiß mal Müll. Fertig. Nummer 4. Ja. Ja, Garfield, Gift trocken. Nee, guck mal, da kommt der schon wieder. Oh Mann. Ich geh rein. Ich kann es nicht aushalten. Leute, das ist einfach. Du kommst raus. Guck mal, wer sich wieder Erde auf den Panzer schüttet. Oh, kommen Sie! Kommen Sie weg da! Okay. Schnell zumachen, bleibt drin, es ist noch zu heiß. Weißt du, wo der Prinz liegt? Der liegt bei der Gefriertruhe auf dem Boden. Ja. Jetzt machen wir gleich mal ein Video, was wir gekriegt haben. Ich glaube, wieder für die Katzen. So. Brrr. Ja, mach ein Staubbad. Crystal. Masche. Und ihr macht mir hier wieder Sauerei. Ach, egal. Eier mit. 1, 2, 3. Hupsala, was war das? Guten Morgen, meine Lieben. Ein neuer Tag mal wieder. Hier, der Mütze ist Koriander. Muss man auch ein paar Kräuter reintun, ne? Guckt mal, von der lieben Julia. Die Dinger hängen, 4 Stück. Die checken das noch nicht, aber wenn sie angefangen haben. Ja, das gibt's in Ägypten nicht, sowas. Noch nicht. Einmal Licht anmachen. Schaut mal hier, die sitzen auf 7 Eiern. Das werden immer mehr. Sag mal, wollt ihr mich verzeckeln eigentlich? 1 ist schon angedetscht. 2, 4, 5. Komm hier mal weg. Das werden immer mehr. Hör mal auf, das ist doch nicht normal. Heide, nein, wir brauchen noch nicht so viel Viecher. Ist da was drin? Ist da was drin? Ist da nichts drin? Gut, so. Bald müssen wir die Häusle wegtun. Kriegen wir hier Invasion der Fechel. Die Fechel werden immer mehr. Guck mal, die Mäuse. Hallöchen. Guck mal, wie süß die sind. Guck mal raus. Hallo. Hallöchen. Guck mal. Ne? Goldig, die 3. Also der wird grau hier, der Graupapagei. Den nennen wir Graui. Mr. Grey. Ja. Was machen Sie? Es sind auf jeden Fall irgendwie Eier schon wieder. Da nix. Ja, Kissen tut noch so, gell, ihr 2. Bei euch müssen wir künstliche Befruchtung nehmen. Ne? Warte mal, ich muss mal rüber zu der Sache. Leute. Hier, der hat ewig und 3 Tage keine Federn. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich störe hier mal das ganze Ding. Er hat einen ganz... Was du das? Wer war das? Guck mal, die Mäuse. Hallo. Gucken wir mal hier. Ist da was los? Nee. Aber hier ist was los. Ja. Da ist nichts. Hier oben. Upsala. Oh. Was
war denn das? Seht ihr was? Hier ist nichts. Stor was. Nee, und hier? Hier ist was. Da hockt sie auf der Eier. Heide, nein. Guck mal, nein. Was ist da los? Ah, ein Ei. Okay, lass mal in Ruhe. Heide, nein. Also jetzt läuft. Jetzt rollt der Rube, sag ich schon. Nee, wir verkaufen nichts. Na, kann mir nicht vorstellen, einen Vogel hier an jemanden zu geben. Die halten den in kleinen Käfigen und so. Also, wenn wir zu viele haben, müssen wir entweder hier aufmachen. Aber da sind die Kaninchen. Wir werden sehen, was wir machen. Oder wir nehmen die Häuschen weg. Verschenken tun wir nichts oder verkaufen kommt nicht in die Frage. Gell, Mütze? Und du bleibst? Bitte. Nehmen wir den Müll mit. Halt, Wasser braucht ihr noch frisches, genau. So, machen wir auch noch. Und dann... Genau, danke, Mama. Richtig. Ja, ich hock mal wieder da. Super heiß. Ich hätte heute Lust, in die Stadt zu fahren, aber ich habe Angst vor dem Wetter. Und du, schmeckt dir keine Banane? Dexi, was ist los? Also, ihr habt jetzt so viel Leckerlis gekriegt. Guck mal, und so viel Futter. Boah, die wollen nur noch Leckerlis haben, gell? Hat nur, das geht nicht. Der Gobi tut da fressen, habe ich ihm reingetan. Die ist auch fertig. Magst du keine Banane? Was ist da los? Dann isst deine Gurke. Guck mal. Paprika-Gurke. Banane ist halt reichhaltiger, ne? Gell, so, die kommt ja auch raus. Und du? Die sollen auch Banane fressen. Ist noch nicht so weit. Müssen sich erst aufwärmen. Ja, machen wir mal weiter in dem Stall hier. Ne? Ja, musst du mal die Affen, den Affe holen. Der Aff. Guck mal, die kruscheln im Müll. Bälle die Katzen, logisch. Genau, die Banane, probier. Schmeckt gut. Nee. Whatever. Du, übrigens, ich habe jetzt endlich mal eine Amazon-Wishlist gemacht, eine Wunschliste. Guck mal, wie der angerannt kommt. Hä? Wo warst denn du? Hast du den geholt? Komm, guck, ich hab Futter hier. Ja, also, nee. Die zwei. Jetzt geht die weg. Die hat Angst. Ich habe mir jetzt eine Amazon-Wunschliste gemacht. Also, wie gesagt, geh mal weg da. Wenn jemand... ist mir ein bisschen unangenehm, aber die Leute fragen immer, was brauchst du und so und das und wem schicken. Dann haben... Wer war denn das? Irgendjemand aus... Portugal hat, Anja war das, die hat gesagt, also eine andere Anja, nicht die Anja, die uns die Geschenke gebracht hat, mach doch eine Amazon-Wunschliste. Jetzt habe ich mal alles reingepackt, von Unterhosen über voll für den Mann und was ich mir so wünsche, Messerset, also nicht Messerset, sondern die Messer, so ein Ikea-Holzblock, natürlich auch teure Sachen, eine Mikrowelle, aber klar wird das keiner. Du, vielleicht, man weiß es nicht, ich wünsche mir auch einen Fryer. Guck mal. Also ich habe ein Parfüm Job für den Mann, gell. Das kennt der nicht, so teure Sachen. Und meine Lieblingsparfums noch reingetan. Also ich habe viele Sachen für die Kinderstifte, so Leuchthandschuhe, ach, keine Ahnung was. Und natürlich viele Tiersachen, das überwiegt. Katzenhöhlen, Katzenfutter, sowas, gell. Es gibt keine Spielzeuge für Kaninchen. Wenn du schreibst bei Amazon Rabbit Toys, kriegst du einen Stoffhasen. Oder Rabbit Food, dann kriegst Hühnerfutter. Kriegst Katzenfutter mit Hase drin. Ja, übrigens, könnt ihr euch erinnern, das habe ich aus Deutschland gekauft. Moment, eieiei, das war 25 Euro. Das lag auf dem Dach. Vor keine Ahnung wie vielen Jahren habe ich den gekauft. Wer kann sich erinnern? Wer ist schon so lange dabei? Den haben wir hier oben hingeklemmt. Guck mal, wie die da liegt. Da, die Lotte. Als Hühnerfarm. Jetzt sind wir keine Hühnerfarm mehr. Jetzt sind wir mehr. Jetzt müssen wir uns irgendwo hinklemmen. Mal gucken, wohin. Das ist auf jeden Fall ein cooler Hahn. Aus Blech. Ja, wie gesagt. Der lag auf dem Dach, als sie das Dach sauber gemacht haben. Ja, die Paris darf auch nicht mehr runter. Ich weiß nicht, was hier los ist.
Guck mal, wie die da liegt, die Lotte. Lotte! Lebst noch? Ja, sie atmet noch. Das Fett drückt sich durch. Die Paris traut sich nicht mehr runter. Die muss mit jemandem gekämpft haben. Die kommt nicht runter. Ich verstehe das nicht, was hier immer los ist. Zu viele Katzen und dann Revierkämpfe. Dann kommen die nicht mehr runter. Also, ja. Essen nur noch da oben. Whatever. So, jetzt ist der Fausel da. Guck mal. Der muss immer Müll kramen. Also wie gesagt, ich habe die Amazon-Wunschliste in der Inbox. Könnt ihr mal schauen, ganz unten der Link, meine Wunschliste. Dann muss der Affen immer im Müll kramen. Wow, die Lia ist doch auch noch im Müll. Und die Katzen müssen immer im Müll. Was machst denn du da, Habibti? Komm raus. Komm raus, lass meine Lia. Gell, süße Mausi. Komm. So. Denkst du, die hat was du auch willst? Das sind die Leckerlis, alle. Na, und der frisst wieder Katzen. Ach, hör mal auf. Trinkst du? Hast Durst? Ja, jetzt gehe ich mal. Du Fausel, lass die Lia. Lass die Lia. Guck mal, die ist richtig mutig. Die stellt sich dir entgegen. Ja. Genau. Fausi, lass sie. Die weiß nicht, dass du spielen willst. Nein, Fausi, hör auf. Lia, komm, halas, Habibti, halas. Komm, Habibti. Fausi, hör auf. Ist das ein Stress? Also, ist wieder Müll. Das frisst irgendeiner. Gucken wir mal hier. Ja, bist du am Rauchen? Mahmoud hat Zigaretten vergessen hier. Der Lucky Luke. Du. Okay. Jetzt kommen die Hühner dran und die Enten. So. Guck mal, Katze, Affe, Schildi. Alle wollen da am Katzenfutter. Sie ist ja gerade weg da. Ich fress doch nicht mit Schildkröten. Doch, Fausi, doch, frisch, komm. Ich fress auch mit Schildkröten. Guck, ich fress auch. Ja. Die Kleine hat sich jetzt auch erbarmt. Die ist wach geworden. Die frisst ein bisschen Bananche. Hier. Die Donna glotzt die Cindy an. Ne? Und ihr leckt hier den Rest. Jeder hat jetzt Futter und jetzt bin ich batschnass. Batschnass, sagt der Schwab. Ja. So. Mal schauen, wer das Rennen macht. Marie wahrscheinlich wieder als Erste. Und warum kommt ihr nicht raus? Ist zu heiß, gell? Hier ist viel kühler. Ihr habt ja noch. Eins, zwei. Ups, die Aria da oben. Wer hat hier nur Brunst? Was ist denn das? Entschuldigung. Das ist doch rote Beete. Nee, was ist das? Muss ich das auch noch anlangen, gell? Leute. Ja, da haben die Hasen hinpinkelt auf die schöne Decke. Hier ist offen. Muss ich zumachen. Es sind mehrere Sachen offen. Boah, das ist ekelig. Ich muss mir jetzt die Hände waschen. Ekelig. Was ist hier los? Boah. Ich bin ja auch blöd. Fass alles an. Jalla. Ein ganz Fremder kommt. Bambi, komm. Oh. Ihr lebt jetzt alle außerhalb. Hä? Wo bist du? Ah, ihr lebt alle außerhalb. Bambi, Paris. Was ist denn los hier? Guck mal. Ich muss hier hochgehen, dass ich meinen Schatz sehe. Na? Baby. Guck mal, so ein Löwe. Na, die Milch tut ja gut, hä? Das Leben mir alone. Aber kommst trotzdem zu uns, Trockenfutter fressen. So ist richtig, Bambi. Komm. Mausebär. Oh, so schöner Kater. Gehst du einfach zu den anderen. Ich lock dich schon noch. Leute, habt ihr einen Trick, wie man die wieder zurückkriegt? Das gibt's doch nicht. Na? Guck mal den an. Hockst du im Müll. Na? Immer Katzenfutter machst du auf und leckst rum und riechst.
Aber wenn es offen ist, frisst das nicht. Habibi, guck mal, die gute Gurke. Ah, frisst das. Ist doch deine. Ja, ich muss hier immer Müll putzen. Man macht da auf und tust ein bisschen lesen. Was steht da drauf? Ist das eine Katz? Das gefällt dem aufzufuddeln. Und dann riecht er rein. Ist da noch was drin? Nicht alles leer, Fausel. Alles leer. Sag mal. Hat alles verfüttert. Und der dreht es 100 Mal um, dann guckt das nachher wieder an. Genau das gleiche macht er dann wieder. Ja. So, hier ist die Sunny. Guck mal, jetzt kommt er wieder mit dem Schrott. Und guckt es wieder an. Friss doch mal deine Sachen jetzt. Ja, Habibi. Genau, das ist viel besser. Die Samen. Guck mal, die Sunny, die will hier rumgraben. Da ist die Mary da hinten. Die graben aber nur, um sich reinzulegen. Die will nicht. Hoffe ich doch. Gell? Da, upsala, ich muss aufpassen, dann drehe ich noch auf die Schildis. Ich habe mir überlegt, ob ich die Schildis da oben rein tue in das Gehege. Da ist viel sonniger, die brauchen ja noch Sonne. Könnten wir heute machen. Gell? Weil da in dem Schatten, das ist nicht gut. Gucken wir mal, habt ihr jetzt endlich gefunden, die Sachen? Guck mal, da hocken sie auch. Aquaman gibt die Sonne beißt Aquaman. Naja, naja, naja. Aber vorhin haben die Nymphen sich hier darum gefressen. Was ist denn, Habibi? Habibti? Was ist denn? Was ist los? Ja, guck, das sind sie. Kairo frisst da rum. Ich denke mal, hier haben sie Angst, weil die Katzen hier immer herkommen. Ja, ist ja gut. Dann fressen sie es nicht auf einmal alles gleich. Hört ihr das da? Die Krakeelen da rum, da drin. Hallo, hört ihr mich? Jo! Maschi. Na? Schön fressi. Bella, was los? Bella, alles okay. Ja, 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 hast du noch Schläfleck mal. Ich mach mal auf, vielleicht bringt die Schwiegermutter was. Die auf dem Weg. Nee. Mach mal so. Ne? Der Fausel. Ich hab schon gesehen, was du wieder machen willst. Ich hab's gesehen, ganz genau. Aufpassen. Nein. Tu deine Sachen essen. Der ist so ein Lausbub. Der braucht Ritalin. Gell? Was ist los? Der kommt zu mir und sucht Schutz. Der macht so komische Geräusche. Was ist denn? Dexi wollte bei mir kuscheln. Du! Der macht so feindselige Geräusche. So pip, pip. Was ist das? Naja, egal. Hört mal, wie schön. So viel Vogelgezwitscher. Oben ist ein Nest. Nun, wir sitzen hier mit dem Fausel. Der Sound vom Dorf. Na gut, meine Lieben, ich werde jetzt auch müde. Ich bin schon seit 3.30 Uhr wach. Ihr habt richtig gehört. 3.30 Uhr, so blöd. So dumm, hey. Keine Ahnung. Na, Bibi, was ist denn? Was suchst du denn wieder? Ist das Rotztuch? Mein Kopftuch. Ja. Wir haben es gleich 9 Uhr.
Mal gucken, wer schon wach ist. Jonas hat schon gefrühstückt. Dem habe ich Nutella-Brot mit, also Toast mit Butter und Nutella gemacht. Und ein Gläschen Milch. Ja. Schwiegermutter höre ich, die werkelt irgendwie rum in ihrem Garten. Ja. Ansonsten wünsche ich euch was. Mal sehen, wie es heute wird. Ich glaube, heute ist der letzte Tag 43 Grad, dann wird es 41. Und dann haben wir die ganzen 4 Tage, glaube ich, 41, 40 Grad, inshallah. Und ab dem, ich glaube, Anfang Oktober, so um den 9., 7, ab dem 7. rum unter 40 wieder. Steht bei wetter.com. Mal sehen. Wenn es unter 40 ist und Wind, super Wetter. Ja. Guck mal, jetzt sind die aktiv, weil sie in der Sonne sind, ne? Die brauchen Sonne. Ohne Sonne geht es nicht. Dann sterben sie. Dann stoppt die Verdauung und dann sterben sie. Brauchen immer Sonne, dass sie aktiviert werden. Gut, meine Lieben, die Hasen sind auch schon reingehoppelt. Es wird so heiß. Jetzt warte ich, bis der Herr fertig gefrühstückt hat. Und die Damen da hinten auch. Dann tue ich ihn zurück und lege mich ins Bettle. Ja, also bis die Tage. Marschelema. Bye, bye.